Setz dich jetzt einfach hin, wir machen das Video, ja? Machst du vielleicht mal das Handy weg, bitte? Warum? Wir wollen den Leuten das jetzt mal erklären, was Sache ist. Okay, Leute, also wir bringen es auf den Punkt. Ich glaube, wir sind euch eine Erklärung schuldig. Du bist uns eine Erklärung schuldig, Alter. Wieso denn ich jetzt, Mann? Und zwar ist die Frage immer wieder aufgekommen, wieso macht ihr keine Videos mehr zusammen? Wieso sitze ich eigentlich, Alter? Digga, komm doch jetzt einfach mal her. Wir machen das Video jetzt für die Leute. Ich hab keinen Bock da drauf, Mann. Komm, bitte. Das Video und danach müssen wir es nie wieder sehen. Wir beantworten jetzt einfach mal die Frage. Die Frage, warum wir keine Videos mehr zusammen machen. Wie soll man das beantworten? Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Nein, Lachkickmäus. Wirklich viele Leute fragen, wieso wir keine Videos mehr miteinander machen. Und auch beim letzten Video, SK vs. Jana, haben wir wieder alle Leute geschrieben, oh, man merkt richtig, Jana hat Luca voll ersetzt. Also, als wenn, haben richtig viele geschrieben. Was sagen wir zu der ganzen Geschichte? Luca war wie lange in Amerika? Eineinhalb also, Wochen? Man muss erstmal sagen, dass ich quasi ab dem 30. haben wir uns nicht regelmäßig mehr gesehen, weil ich da 7 Tage an der Nordsee war. Dann war ich einen Tag hier, dann war ich 3 Tage in Berlin, dann war ich wieder hier, dann war ich 7 Tage in Amerika, dann war ich wieder hier, dann war ich wieder 2 Tage in Berlin. Also wir konnten uns quasi 3 Wochen nicht sehen und danach hatte ich Bachelorarbeitsstress. Richtig, dann war ich in dieser Zeit auch mal 4-5 Tage zu Hause bei meiner Familie und... Praktikum. Genau, ich hatte seit kurzer Zeit ein Praktikum, wo ich teilweise 8 Stunden am Tag einfach arbeite, was für YouTuber natürlich eine Strapation bis ans Rande der Schmerzgrenze ist. Strapation? So, Strapazierung, habe ich doch gesagt. Strapaze. Eine Strapazierung bis ans Rande der Schmerzgrenze ist. Warum mache ich Videos mit dir? Junge, jetzt komm einfach. Alles in allem, es war einfach wirklich nicht möglich, dass wir 4 Videos zusammen gemacht haben. Wir waren auf jeden Fall ein paar Mal trainieren und haben uns auch so mal gesehen. Also glaub nicht, dass wir uns ab und tief kann ich den Akku mitnehmen nach Berlin? Die Powerbank? Ich habe keinen Akku mehr. Die ist von Sebastian. Seppel, aber wir kann ich die Powerbank mitnehmen? Lass uns einmal... Der hat auch einen USB-Port im Auto. Ah, okay, entspannt. Also, ja, kurz... Ist das eine Oculus Rift? Die ist da in dem Schrank. Das war schlecht geschauspielert. Ganz kurze Ansage. Ich wollte halt so ein lustiges Video jetzt machen, um damit den ganzen Gerücht mal aufzuräumen. Nein, wir haben keinen Streit. Wir machen bestimmt auch mehr Videos jetzt zusammen. Digga, jetzt lass mich ein einziges Mal! Jetzt, wo Lukas seine Bachelorarbeit rum hat und irgendwann demnächst bin ich sogar auch schon wieder fertig mit dem Praktikum, dann machen wir bestimmt wieder ein paar Videos mehr zusammen. Jetzt sind wir auch auf jeden Fall mal für 3 Tage in Berlin. Für 3 Tage zusammen in Berlin. Und bei Luca kommt sogar parallel ein Vlog, deshalb dort auch vorbeischauen. Also ja, was ihr wissen müsst, wir mögen uns und wir jetzt, haben auch immer noch Merch. Luca, bitte einmal nur! Wir haben auch immer noch Merch zusammen, kauft das. Was? Die sind immer noch da. Jetzt würde ich sagen, schnauben wir noch so ein bisschen durch die Nase, um das Video zu strecken. Nee, ich blende euch jetzt noch ein paar Szenen ein, wie schwer es uns gefallen ist, am Anfang diese 30 Sekunden lang sauer zu spielen. Viel Spaß damit, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war kein richtiges Video, habt es trotzdem geschaut. Tschüss! Ihr habt es trotzdem geschaut. Achtung. Scheiße. Ich hab sowas von. Scheiße. Komm schon. Wie du die Augen zumachst. Ich kann das nicht, Mann. Junge, nein. Hey, ich war voll ernst, Mann.